bin so unglaublich dankbar. Ich bin so unglaublich dankbar, dass du da bist. Wer auch immer du bist, und ich kenne dich nicht, ich bin so dankbar, dass du da bist. Ich bin so dankbar für die Täuflinge. Seid ihr dankbar für eure Täuflinge? Seid ihr dankbar? Wow. Wow. Sowieso für das ganze Wochenende. Wir stehen ja alle so daneben und das Wochenende passiert so und die Leute haben so viel vorbereitet und alles ist so perfekt und wir schauen einfach zu, wie Liebe passiert, wie Jesus auf Menschen zugeht und sagt, ich liebe dich, und Leute sagen, ich liebe dich auch. Beziehungen passieren und wir dürfen da einfach stehen. Seid ihr dankbar dafür? Ist das nicht herrlich? Wisst ihr, für was ich noch dankbar bin, Willi zu kennen? Ich fühle mich direkt als Schaf, wenn ich Willi sehe. Weißt du, so wie die Katze bei Sascha, so die... Ja, und ich habe so viel Respekt auch davor, weil die letzten 3 Jahre war ich Pastor und dann ist mir erst aufgefallen, was Pastor sein heißt. Und ich glaube, deine grauen Haare, die kannst du mit Namen zählen. Also das, die Maria, ne? Das ist der David, ja. Nee, wir sind dankbar. Ich möchte einfach meine Dankbarkeit Gott gegenüber aussprechen, weil er einfach so gut ist zu uns. Ich spiele hier so viel Liebe, so viel Respekt zueinander. Ein Applaus für Gott. Für die Täuflinge, für Pastor, für Viktor mit seinem großen Herz, für so viel Gnade. Ein Applaus für Gott, bitte. Oh, danke Gott. Meine Aufgabe ist es, also dass mein Beruf ist es, Heiratsvermittler. Also das ist so mein Beruf, das ist so mein Herz. Das macht mir so viel Spaß. Und meine Aufgabe ist einfach nur daneben zu stehen und zu sagen, hey, da ist Gott. Der liebt dich. Und der will dich fragen, willst du? Und du kannst antworten, ich will. Und das ist so eine schöne Aufgabe. Und ganz am Ende kannst du ja noch hierbleiben. Oh, wir haben so viel schon erlebt. Wir standen da bis da in den Flur rein, ja? Am Freitag, Männer. Wir Männer haben uns richtig entschieden, all in zu gehen mit Gott. Und heute ist auch wieder so ein Anruf reingekommen. Eine Nachricht von Gott für dich. Und heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Sag nicht nein. Wisch den Anruf nicht weg von Jesus. Drück ihn nicht weg. Sondern sag, ich will. Weil wenn du an diesen Anruf rangehst und sagst, ja, dann will Jesus dich fragen, willst du mit mir gehen? Und du darfst sagen, ich will. Das ist so schön. Ich möchte einmal beten, bevor ich anfange. Ich bitte euch aufzustehen vor unserem Gott. Gott, wir kommen in deine Gegenwart, wir stehen auf, weil wir dich so respektieren und so lieben. Du willst das. Du sagst, wir sollen Gott lieben und den Nächsten lieben. Haben wir alles erfüllt, Jesus. Das sagst du in der Bibel. Wir wollen dir unseren Respekt, unsere Liebe ausdrücken. Gott, du hast so viel Großartiges getan, Herr, an diesem Wochenende. Wir waren dabei, wir waren Zeuge. Der Himmel feiert, Herr. Und wir wollen einfach auch fröhlich sein und auch feiern. Danke für die Täuflinge, Jesus. Das war wie eine Hochzeit. Die Mädels hatten richtig rote Wangen, wo die ins Wasser gelaufen sind. Wie mit der eine Papa mit seiner Tochter, Gott. Und das war wie eine Hochzeit in weißen Kleidern, in ein neues Leben. Ja, ich will, Jesus. Das war so bewegend. Das war so bewegend. Das war so bewegend. Ich will mit dir gehen, Jesus. Wir wollen mit dir gehen, Jesus. Wir glauben an dich. Wir wollen mit dir gehen, Jesus. Wir wollen mit dir gehen, Jesus. Danke. Wir loben dich und preisen dich und alle Ehre gebührt dir, Gott, allein. Alle Blumen und all der Lobpreis, all der Applaus und alle Scheinwerfer auf dich, Gott. Im Namen von Jesus Christus bete ich. Amen. Ich komme direkt zu dem, was ich dir sagen will heute.
Ich komme da direkt, ich steige da direkt ein in der Bibel und bring dir das direkt aus der Bibel, ganz warm, frische Brötchen aus dem Ofen, bringe ich dir. Ich liebe meine Bibel so. Ja, ich habe sogar ein Jahr gehabt, da habe ich keine Bibel gelesen. Ich habe meine Bibel einfach in den Gefrierschrank gelegt. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich weiß auch nicht, wie deine Situation ist, wie dein Leben gerade aussieht. Was deine Schwierigkeiten sind, wo der Schuh drückt, wo Probleme sind, wie deine Liebe zu Gott steht, wo du stehst mit Gott, wo stehst du mit Jesus, wie ist deine Situation, sowieso deine Situation im Leben, hast du Nöte, brauchst du Hilfe, brauchst du ein Gebet, brauchst du einen Neuanfang, einen Reset-Knopf, brauchst du? Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich weiß noch, dass, also ich bin ja mit Michael verheiratet, auch so eine wunderbare Frau, und dann habe ich erst zugeschaut, wie meine Frau ihre Bibel genommen hat und in den Kühlfach gelegt hat. Wir hatten eine schwere Zeit, Schweres erlebt. Und dann ihren Glauben auch. Und ich hatte noch Feuer, ich hatte noch Wärme in meinem Herzen. Es hat noch geschlagen, mein Herz war noch nicht kalt. Und ein paar Monate später hat es mich auch gepackt. Da habe ich meine Bibel genommen, einfach irgendwo hingelegt. Ich wusste auch nicht mehr, was ich reden soll mit Gott. Aber Jesus hat mich zurückerobert. Und ich bin wieder aufgestanden, genauso wie wir Männer gestern, und haben gesagt, Jesus, ich will. Ich gehe all in. Genauso wie die Teenies, Jugendliche hier eine ganze Menge standen und sagten, ich gehe all in mit Jesus. Wisst ihr, ich habe eine Geschichte, die ist super spannend. Johannes 8. Ich liebe die Geschichte. Wisst ihr, die Geschichte ist ja manchmal so sehr zusammengefasst und meine Fantasie geht manchmal mit mir durch, ja? Aber ich möchte die Geschichte mit euch durchlesen und ich entdecke da so viel drin. Das ist so spannend, die Bibel. Ich lese das einfach mal vor. Johannes 8. Ich lese mit dir Johannes 8. Guck mal, Jesus ging an den Ölberg und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihren Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus wieder auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, nein, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich stelle mir die Geschichte so schön vor. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich war letztens unter im Kurdengebiet, ja? So, im Nahen Osten war ich. Und da habe ich geholfen, da war dieses ganze Erdbeben-Sache, ihr wisst doch noch in der Türkei und so, da ist doch alles zusammengebrochen und so und ich war da zum Helfen. Und dann war ich einen Tag, bevor der Flug ging, bin ich noch in der Stadt rumgelaufen und da war eine Straßenschlacht und das war für mich wow. Also muss ich einfach gestehen, ich war so interessiert dran, dann hatten sich da Pein die Haare und das wobte so durch die Stadt. Hin und her immer mehr Menschen. Ich habe mich irgendwo hingesetzt mit dem Rücken zur Wand damit und dann habe ich zugeguckt, Rucksack zwischen die Beine geklemmt und genauso stelle ich mir das irgendwie hier vor, eine Staubwolke, Menschen, eine Frau, die schreit, ab und zu aufschreit und plötzlich hinfällt, wieder hochgezogen wird, einen Tritt bekommt und sie schmeißen diese Frau vor Jesus hin. Übrigens der beste Platz, wo du hinfallen kannst.
Die haben mir so einen Gefallen gemacht. Wisst ihr, die Pharisäer, die hatten das so gut vorbereitet. Die hatten das seit Monaten geplant. Seit Monaten haben die gesagt, den Jesus müssen wir loswerden. Den müssen wir wirklich den Chaos machen. Jesus müssen wir loswerden. Was können wir machen? Habt ihr Ideen? Lass uns mal Brainstorming machen. Was können wir machen, um Jesus loszuwerden? Ein Pharisäer kriegt die Idee und sagt, hey, ich weiß was. Wir müssen ihn eine Falle stellen. Ja, das ist schon gut. Wir haben doch die ganze Zeit überlegt. Aber welche Falle? Sagte, ich habe eine Idee. Und ich opfer mich dafür. Wir stellen einer Frau eine Falle. So einer von diesen leichten Frauen. Naja, das steht da nicht, aber das Verwunderliche ist doch, dass die Frau alleine kommt. Ich meine, Frauen können vieles, aber alleine fremdgehen können die nicht. Und wo ist der Mann? Von daher geht da die Fantasie mit mir durch. Entschuldigt mich bitte, ja? Aber dieser Pharisäer dann schnappt sie und alle haben da gelauert. Sie packen sie und die haben die Steine, die ganzen Hosentaschen voller Steine und warten schon seit Monaten drauf und gehen zu Jesus. Und wisst ihr, welche Möglichkeiten Jesus hat? Wenn er sagt, hey, lass doch die arme Frau. Jeder macht doch mal einen Fehler. Seid doch nicht so. Würde Jesus das sagen, würden die Pharisäer sagen, Jesus, wir wissen, du bist nicht der Messias, weil du hältst ja gar nicht das Gesetz ein. Du kannst ja gar nicht retten, du kannst gar nicht der Messias sein. Würde Jesus allerdings sagen, ja, lass uns sie steinigen, lass uns sie tot machen. Dann hätte sich das ja auch erledigt. Dann würden die Römer kommen, dann würde der Pharisäer schnell zu den Römern laufen. Wisst ihr, habt ihr schon gehört, der Jesus hat jetzt jemand umgebracht, ihr müsst da unbedingt eingreifen. Dann hätte sich das mit Jesus auch erledigt. Wisst ihr, ich bin manchmal auch ein kleiner Pharisäer. Muss ich mich mal outen. Oh, ich kann auch gut treffen mit Steinen. Oh, ich habe manchmal in meiner Hosentasche schon so schön abgeschliffene runde Steine. Wisst ihr, und dieser Pharisäer da mit seinem Mantel und stellt sich immer hin und immer den ersten Platz und wenn er betet, dann so ganz geschwollen und wenn er sagt, so danke, dass ich nicht so bin wie die anderen, aber im Internet, da ist er kein Pharisäer. Weißt du, wenn er nach Hause kommt, da lässt er den Bär raus. Wenn ihn niemand sieht, dann ist er ein ganz anderer. Aber dann ist er wieder da mit seinem großen Mantel und stolziert und will begrüßt werden, hofiert werden. Und irgendwie macht ihnen das sogar Spaß, manchmal Steine zu schmeißen. Wisst ihr, da ist eine Frau. Und diese Frau hat einfach ein Loch im Herzen. Ja, und ich gehe einfach mal mit meiner Fantasie durch. Vielleicht, weil der Papa ihr nie gesagt hat, dass sie hübsch ist, dass er sie liebt, weil er vielleicht nie da war. Vielleicht war einfach niemand da. Vielleicht wollte sie einfach nur immer hören, du bist so toll, du bist schön, du bist genug. Vielleicht ist sie dann von einem Mann zum anderen gegangen, um einfach nur zu hören, dass jemand sie liebt. Und sie hat nicht gemerkt, dass sie einfach nur gelogen haben. Ein Mann nach dem anderen hat einfach nur gelogen, hat sie ausgenutzt. Und irgendwann war ihr das egal. Irgendwann hat sie gesagt, an Männer glaube ich doch gar nicht mehr. Letztens war ich in der Stadt bei mir unterwegs, habe einen Kaffee getrunken, habe zugehört. Und da war so ein kleiner Hund, ein ganz süßer Hund, der war da angebunden. Und da kamen zwei Frauen vorbei und sagten, oh, die eine so, oh, ist der süß und so. Und die andere so, nein, Hunde beißen, Hunde mag ich nicht. Und dann sagt, nein, aber guck mal, wie süß der guckt. Und der guckte so, also ihr kennt doch die Hunde, wie die so gucken so. Und dann sagt sie, nein, die Männer gucken genauso. Meinte sie. Die gucken auch so süß. Und dann sind sie weitergegangen. Und ich bin so da, ich saß da und dachte, oh nein, da war so viel Schmerz. So viel Enttäuschung. So viel Verletzung. Ich kann mich da reinversetzen in diese Frau, weil manchmal fühle ich mich genauso. Und vielleicht hatte die Frau noch nicht mal mehr Lust zu leben. Gar keine Hoffnung mehr auf Liebe. Wisst ihr, und dann wird sie geschnappt, an den Haaren rausgezogen, aus irgendeinem Kämmerchen wird sie raus. Ihr habt mir doch eine Falle. Ihr seid doch auch nicht besser, denkt sie sich. Ich kenne euch doch. Und diese ganzen harten Augen, die sie anschauen, diese ganzen richtenden Finger, die Geschrei, die Frauen, die gegen sie brüllen, endlich haben wir dich. Die Männer, die voller Selbstbewusstsein da über sie richten. Und sie sagt, ihr seid doch genauso. Ich kenne dich doch.
Und irgendwann, wo sie die rausschleifen auf die Straße, diese ganze Peinlichkeit, diese ganze Scham, diesen ganzen Gesichtsverlust. Und dann sagt sie sich, mir ist alles so egal. Dann mach doch einfach schnell zu Ende mit mir. Ja, ich kenne so eine Sackgasse, wo du einfach denkst, so, ich habe keinen Bock mehr. Ich rede, letzten Sonntag hat einer mit mir gesagt, ich habe so oft versucht, Schluss zu machen. Ich kenne dieses Gefühl, diese Sackgasse, wo du nicht mehr rauskommst, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Und plötzlich wird sie hingeschmissen und sagt, mach einfach schnell Schluss. Ich habe sowieso keine Lust mehr. Ich glaube nicht mehr an Liebe. Und die ganze Geschichte verändert sich erst, und die ganze Geschichte verändert sich erst, wo die ganze Szene zu Jesus kommt. Und wo diese Frau aufschaut, dann schaut sie nicht in einen hungrigen Blick von Männern, die sie enttäuscht haben. Sie schaut in Augen, die Frieden haben. Eine Shalom-Person, eine Person, die Harmonie hat, die irgendwas anderes ausstrahlt. Und das ist Jesus. Das ist, warum ich sage, ich bin Heiratsvermittler. Wisst ihr, wir stehen doch alle unter Anklage und alle unter Schuld und alle. Hey, aber da ist Jesus. Und er schaut dich voller Liebe an, und das begeistert mich so an Jesus. Und Jesus sagt, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Und das war nämlich der Punkt. Jesus hätte Steine nehmen können. Weil Jesus war nicht fehlerhaft. Jesus hat nichts falsch gemacht, so wie ich und du. Du und ich. Ich und du. Wir. Wir haben was falsch gemacht. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben voll versagt. Ja, voll lieblos. Voll lieblos. Wir haben voll die Steine geschmissen. Voll lieblos. Und Gott wollte eigentlich nur, dass wir Gott lieben und den Nächsten. Voll lieblos. Voll lieblos. Lieblos zu Hause, lieblos bei der Arbeit, lieblos Gott gegenüber, respektlos Gott gegenüber. Wir dachten, wir können Gott in die Tasche stecken. Ich weiß alles über Gott. Ich kann ihn beherrschen. Gott den ersten Platz all in zu gehen. Wir haben da alle voll versagt. Und Jesus sagt so, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Der Punkt ist, niemand ist. Verstehst du, ich kann noch so nett aussehen hier vorne. Aber ich kann dir versichern, ich werde dir keinen Stein schmeißen. Und Jesus sagt dann zu ihr, wo sind deine Ankläger? Weil plötzlich kriegt jeder Ankläger so einen Film vorm Augen. Du könntest das Vision nennen, du könntest einen Traum sehen, einen Tagtraumfilm, kurz, der so hochkommt, und plötzlich sieht er sich nämlich selber hinterm Computer. Plötzlich sieht er sich fallen, plötzlich sieht er sich in Liebe, plötzlich sieht er sich toben zu Hause, plötzlich sieht er sich in Ehe, plötzlich sieht er sich mit seinen, plötzlich sieht er sich in seiner Kind, plötzlich sieht er sich mit den 10 Geboten da. Plötzlich sieht er sich. Und wisst ihr, was er macht? Der Pharisäer schnappt den Rückwärtsgang, schaut sich kurz um und lässt langsam die Kupplung kommen, Gas ein bisschen rein und verschwindet. Und das ist sein großer Fehler. Hätte er doch den ersten Gang gefunden und hätte gesagt, Jesus, ja, ich habe da voll den Film gehabt. Ich komme zu dir. Und sein Fehler ist doch, er hat den Rückwärtsgang eingelegt und hat sich einfach verzogen, und die anderen auch, und jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Jeder kriegt plötzlich einen Film innerlich, ja, ich war auch mit, ich habe doch das und hier bei der Arbeit und ach, erinnert ich, und jeder lädt den Rückwärtsgang ein und verschwindet langsam, und die Frau bleibt da ganz alleine. Und Jesus sagt zu ihr, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sagt, nein, niemand, Herr.
Ihr spricht zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und jetzt könntest du doch sagen, hey, 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 aber in der Bibel steht doch, Mann soll eine Ehebrecherin steinigen. Das ist doch hier, das ist doch in der Bibel. Jesus, wie kannst du dich denn über die Bibel stellen? Weil da gibt's einen Bibelvers, der steht da drin, das steht da. Und du könntest doch fragen, hey Jesus, du musst dich doch auch dran halten. Aber wisst ihr, wo Jesus da ist und aufsteht und zu ihr sagt, geh, sündige nicht mehr, ist er auf dem Weg zum Kreuz und trägt ihre ganze Sünde, Schuld und Versagen und Scham und Peinlichkeit, trägt er ans Kreuz und nimmt das auf sich und stirbt für sie. Und das ist das Angebot von Gott. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Weil in der Bibel steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und der Vers geht weiter. Denn Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Jesus ist gekommen, um dich aus der Hölle in den Himmel zu retten. Das ist wie, als würdest du an einem Abhang stehen und mit dem Abhang spielen. Immer da, dein Leben an der Kante. Der Tod parallel zu dir könnte jederzeit passieren. Du könntest auf der Autobahn fahren, so wie ich am Freitag, und dein Reifen geht kaputt und dein Auto schwimmt und schlackert. Es könnte jederzeit passieren. Und Jesus sagt, komm auf meine Spur. Komm auf meine Spur. Und du denkst dir vielleicht, ja, aber vielleicht habe ich noch ein paar Jahre, um mich zu entscheiden. Aber wisst ihr, da gibt es den Pharao in der Bibel, der verhärtet immer sein Volk und will die Sklaverei nicht beenden. Und irgendwann verhärtet Gott ihnen sein Herz. Das steht da so. Der Pharao verhärtet sein Herz, er verhärtet sein Herz. Und plötzlich liest du, Gott verhärtete sein Herz. Gott verhärtete das Herz des Pharao. Gott verhärtete das Herz. Und letzten Sonntag war das genau die Situation. Ich hatte da einen richtig harten Jungen sitzen, der gerade aus dem Knast kam. Aus den richtig kriminellen Szene Deutschland, mit richtig Haufen Geld und alles erlebt, alles gesehen. Und er wollte zu Jesus zurück und sagt, David, ich will, aber ich kann nicht. Darum, wenn du dein Herz noch spürst, dann heute, darum die Einladung. Ich will dich fragen, ob ich für dich beten darf. Ganz am Ende darfst du einfach sitzen bleiben. Wir werden uns Zeit nehmen und wir werden ein Gespräch haben mit Gott und sagen, ich will Gott. Ich will Gott. Ich komme zu dir, Gott. Und ich gehe all in. Egal wie kalt dein Herz ist, bleib einfach danach noch sitzen. Egal ob dein Glauben im Kühlschrank ist. Es ist Zeit, wieder aufzustehen, den ersten Gang reinzumachen. Die Steine wegzulegen und die Selbstgerechtigkeit wegzulegen. Den ersten Gang reinzumachen und zu Jesus zu kommen. Heute. Sehr schön. Ich freue mich auf dich nach dem Gottesdienst hier. Jesus, ich danke dir. Wir haben an diesem Wochenende erlebt, wie du uns berührt hast. Deine Arme sind immer noch weit offen. Und du rufst immer noch. Und du rufst immer noch. Du berührst immer noch. Wir waren da. Teenies, Jugendliche, Männer. Mich, jeden. Gott, du hast berührt. Du hast Mut geschenkt. Wir loben dich dafür. Ich bin dir so dankbar, dass du vergibst, Gott, durch Jesus. Danke, Jesus, dass dein heiliges Blut uns von all der Sünde wäscht.
dass wir ein ganz ruhiges Kissen haben dürfen, ganz viel Frieden haben dürfen in dir, ganz viel Segen haben dürfen und das ewige Leben im Himmel. Gott, wir loben dich dafür. Wir preisen dich, wir ehren dich. Ich will, Jesus, ich will. Ich will. Amen.